Ankunft im Labyrinth. Eine Stadtmänner. Die Hoffnung wird weh. Ich habe 95 angefangen, an einem bekloppten Amiga-Programm Beats zu bauen und habe gemerkt, das macht so viel Spaß. Man kann so schnell eine Idee, die man im Kopf hat, musikalisch umsetzen. Die Leute können es gleich fühlen, haben es sofort in der Hand. Eine Beat können sagen, es ist geil oder nicht geil. Und da bin ich zum Nerd geworden. Das heißt, für mich gibt es keine freie Minute, wo ich nicht daran denke, Musik zu machen. Kommen die anderen alle angerannt und fragen, wie machst du das, erzähl doch mal. Da sag ich, Jungs, schaut euch alle doch mal selber an. Ich hab Hunger, bitte gib mir aus der Bahn. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes. Ich geb ständig mein Bestes. Egal wo wir herkommen, man hat immer ein Bild von demjenigen, mit dem man was zusammen macht, wie der drauf ist. Und die Musiker hat nie Angst, mit einem Rapper in Anführungsstrichen, also mit mir, Musik zu machen, weil ich nicht dieses Rap-Klischee erfüllt habe wie andere. Und ich hatte nie Angst, mit Musikern, mit studierten Leuten Musik zu machen, auch wenn ich keine Noten gelernt habe. Ich konnte das alles mit Farben, mit Gefühlen und irgendwie erklären, weil ich ein Ziel vor Augen hatte oder ziemlich genau wusste, was ich nicht will. Und deswegen war es kein Problem, Musik zu machen. Zumal bei uns die Philosophie herrscht, die beste Idee gewinnt. Wir lassen alles einfließen und gucken dann, was das Geilste ist. Yeah.
ist einfach Energietyp, brennt die ganze Zeit. Also so wie es am Anfang war, nur im Verse nicht ganz so heftig, also keine Flächen, keine lächeligen Gitarren, keine Chorus, gar nichts. Im Verse nur, im Chorus dann irgendwie hochschaukeln. Jetzt sind wir hier und noch wissen, wenn ich wohin es geht, was wollt ihr noch wissen? Kommt ihr ab, wenn ihr heiß seid, von ihnen dann sitzen? Dann gebe ich euch ein, wie der Pass kickt. Beim Proben im Kassa, da haben wir schon gemerkt, wie angespannt wir alle sind, weil wir haben uns auf die Tour vorbereitet. Die ganzen Tracks, die wir jahrelang live gespielt haben, sind wir nochmal durchgegangen. Und mein Ziel ist es natürlich auch, und auch die Band will immer, dass wir neue Stücke ausprobieren live. Ja, Dance It, das war so ein Ding, mir ging es darum, das so minimalistisch wie möglich umzusetzen, dass es halt nach vorn geht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding live so gut funktioniert und die Leute dazu so abgehen, obwohl die den Song gar nicht kennen. Also ich fühle mich mit 26 Jahren überhaupt nicht erwachsen und andererseits auch wiederum so reif, dass ich den Leuten was erzählen kann. Also wenn ich mir Texte angucke, wie zum Beispiel das Album Text und Ton, bin ich manchmal fasziniert im Nachhinein, auf welche Gedanken ich mit 19 schon kam und in den Text verarbeitet habe. Und dann denke ich mir andererseits, ey, manche Sachen kriegst du überhaupt nicht geregelt mit 26. Wie kann das sein? Aber das ist ja das Verrückte an Künstlern. Die sind halt einfach große Kinder. Und gleichzeitig halten sie die Augen offen und versuchen, das, was sie sehen, zu vermitteln. Fast jeder Song hat seine eigene lustige, lange Geschichte. Also ein Song entsteht in den unglaublichsten Momenten. Was ich gelernt habe, ist, dass der Moment, einen Song fett zu machen, relativ kurz ist. Man muss den Moment erkennen, sofort, wenn er da ist. Es wird grad Star. Jeden Tag ein neues Gesicht, es grüßen sie dich nett, später kann sie dich nicht. Sie haben ein anderes Licht auf die Welt, kein Bezug zu Geld, indem es ihnen gefällt. Sie können nicht lange an einem Ort verweilen, haben ständig Angst, irgendwann zu untertreiben. Sie haben so viel oder keine Zeit, brauchen jede Menge Liebe und Aufmerksamkeit. Macht euch keine Hoffnung, es geht schon in Ordnung. Das Lieder ist schon lange klar, ich kann nichts anderes machen, außer Star. Natürlich schneller, ne? Sein. Wir sind in Stuttgart, das vorletzte Konzert heute, wahrscheinlich sogar das größte, weil morgen ist dann schon vorbei. Und ich bin froh, dass es zu Ende ist, aber habe auch eine Träne im Auge. Aber es ist schön, wenn man mal was gemacht hat in seinem Leben. Ab und zu fehlen selbst mir die Worte, wenn ich ab und zu mal etwas nicht verstehe. Doch ab und zu gehöre ich zu der Sorte, die Texte schreibt, völlig übertreibt und ein bisschen durchdreht. Ab und zu kann man nicht greifen, was ab und zu um einen rum geschieht. Doch ab und zu fällt's mir leicht zu beschreiben. Das Leben ist so komisch intensiv. Ab und zu fehlen selbst mir die Worte,